Und dann werde ich mich verhaspeln und alles nochmal von vorne machen, weil es so viel Spaß macht. Gott sei Dank. Vielen Dank, lieber Verhaspelgott. Hallo liebe Pflanzenfreunde, heute gibt es mal kein hochprofessionelles Video über Zimmerpflanzen hier, sondern ich möchte euch an einem kleinen Experiment teilnehmen lassen, was ich eigentlich jedes Jahr mache, und das ist Kartoffeln hier auf der Dachterrasse anzupflanzen. Und bis jetzt hat das ja semi gut funktioniert. Also letztes Jahr hatte ich die in einem Topf drin und dabei rausgekommen ist diese eine Kartoffel hier, die ich jetzt habe, schon keimen lassen für dieses Jahr. Da war das Problem, dass der Topf an sich keine Löcher hatte und bei einem heftigen Regenfall ist er halt voll mit Wasser gelaufen und unten ist alles vergammelt. I'm a genius. Das machen wir dieses Jahr nicht, deswegen habe ich hier diesen Topf gekauft, in dem man so Löcher reinmachen kann. Also das Problem sollten wir nicht haben. Allerdings habe ich mich schon ein bisschen informiert darüber, wie man das am besten macht, und herausgefunden, dass dieser Topf viel zu klein ist. Aber das ist mir jetzt egal, ich mache das trotzdem und werde einfach mal gucken, was kann ich als Noob in 100 Tagen jetzt hier aus diesem Topf ernten? Der hat 13 Liter. Ich werde hier, wie gesagt, diese eine grüne Kartoffel hier einpflanzen. Aus dem Kühlschrank einfach. Ich glaube, das ist so eine halbfest kochende. Und dann habe ich hier noch aus der Halloween-Aktion vom letzten Jahr gekeimte lilane Kartoffeln. Das wollte ich auch einfach mal probieren, ob die dann auch schön aussehen. Weil ich finde die Pflanze an sich einfach auch wahnsinnig toll. Die sieht hübsch aus, die blüht schön. Und deswegen ist es egal, ob Kartoffeln bei rumkommen oder nicht, eine schöne Sache für die Dachterrasse. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein Experiment. Wenn ihr das professionell machen wollt, seid ihr in diesem Video komplett falsch, weil das ist einfach nur just for fun, was können wir machen. Und als erstes fange ich jetzt an, Löcher hier reinzubohren. Und ehrlich gesagt habe ich mir das viel einfacher vorgestellt. Ich dachte, ich nehme hier einfach so eine Schere und mache da Löcher rein. Turns out, man braucht eine Bohrmaschine oder ein Dremel, aber Gott sei Dank hatte Mama noch einen. Danke an Mama. Und deswegen können wir das jetzt machen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Es steht auf Max. Maximale ist immer gut. Maximale Power. Probieren wir das mal. Hallo? Oh no! Das funktioniert gar nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Nachdem ich jetzt fertig mit den Löchern bin, will ich jetzt dafür sorgen, dass mir das Substrat nicht flöten geht durch die Löcher. Und dazu nehme ich einfach solche Kaffeefilter. Also das ist ja nur noch Teil eines Kaffeefilters, weil ich gestern schon was umgetopft habe. Aber aus denen schneidet ihr einfach solche Stückchen raus und legt die unten auf die Löcher drauf. Und in dem Moment kann das Wasser zwar noch durch die Löcher ablaufen, aber das Substrat bleibt schön im Topf, wo es bleiben soll. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich anfangen, so 2 bis 3 cm Lavamulch unten in den Topf zu machen, als Drainageschicht. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach Kies nehmen oder Blähton oder was ihr halt gerade da habt oder nutzt für Drainagen. Ich nehme jetzt halt den Lavamulch, weil ich habe halt noch rund 19 Liter davon, weil nicht alles für die Moosbox draufgegangen ist, die ich gebaut habe. Das Video verlinke ich euch hier oben irgendwo. Und danach können wir dann anfangen, schon das Substrat einzufüllen und dann die Kartoffeln zu pflanzen. Der letzte Schritt, bevor wir die Kartoffeln in die Erde stecken können, ist die Erde. Also da muss noch Erde rein. Ich habe viel gelesen, dass man in gleichen Teilen Blumenerde, Komposterde und Sand nehmen soll. Allerdings habe ich keine Komposterde da, sondern nur Blumenerde. Und deswegen werde ich einfach 2 Drittel Blumenerde nehmen, 1 Drittel Sand und dazu mischen das hier. Das ist nämlich Pferdemist, aber der ist in so getrockneter Form. Das sind so wie so Stäbchen, es stinkt auch nicht oder so, und das düngt auch auf natürliche Weise die Erde, und die werde ich dann einfach da drunter mischen anstatt Komposterde. Und wie gesagt, dann Erde und Sand mischen, und dafür muss ich mir jetzt erstmal einen Eimer organisieren. Ich habe meinen Eimer gefunden, allerdings ist hier jetzt noch Substrat drin von heute Vormittag vom Umtopfen, und weil ich das natürlich nicht wegmachen will, weil es eine ziemlich gute Mischung für Zimmerpflanzen ist, packe ich mir das immer in solche Ziploc-Beutel, und die kann ich dann viel einfacher im Schrank stapeln, da kommt nichts dran, weil hier ist zum Beispiel Kokoserde drin, wo garantiert noch keine Trauermücken drin sind, weil die aus diesen festen Blöcken kommt.
Und damit mir die nicht verloren geht, packe ich die hier rein, stapel die dann und beim nächsten Umtopfen hole ich die einfach raus. Und die Tüten kann ich ja dann immer wieder verwenden und das ist ziemlich praktisch. Ich finde, das ist ein guter Lifehack. Lifehacks with Sarah. Lifehacks with Sarah. Lifehacks with Sarah. Jetzt werde ich, wie schon angekündigt, immer 2/3 Blumenerde nehmen und 1/3 Sand. Zunächst mal muss ich dich aufschneiden. Wie schneide ich den jetzt am praktischsten auf? Gibt es denn richtig, die Dinger aufzuschneiden? Ich weiß es nicht. Ich schneide das jetzt einfach hier auf. Ich hoffe, dass mich dafür keiner hasst. Das war eine richtig dumme Idee. Ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Einfüllen der Erde, weil es kommt ja noch ein bisschen was auf die Kartoffeln. Und insgesamt habe ich jetzt so circa auf 15 cm aufgefüllt. Und jetzt werde ich zunächst diese grüne Kartoffel und 2 von den lilanen einpflanzen. Also ich denke, mehr wäre für diesen Kübel auch einfach zu viel. Zumal ich gelesen habe, dass viele Leute sogar bessere Erfahrungen gemacht haben, wenn sie weniger Kartoffeln hineingepflanzt haben. Also denke ich, wir sind mit den 3 schon ganz gut bedient. Und ich pflanze die so ein, dass diese ersten Keimlinge hier nach oben zeigen. Und dann werden sie noch zugedeckt mit dem restlichen Substrat hier. Damit wären wir auch fertig. Den Fortschritt dieser Kartoffeln könnt ihr natürlich live sozusagen auf Instagram verfolgen. Mein Instagram ist dieser hier. Dort bin ich eigentlich jeden Tag aktiv und mache Stories über die verschiedenen Projekte und über meine Zimmerpflanzen. Und natürlich wird es hierzu auch ein kleines Update-Video geben. Ich habe mich nämlich entschieden, einer Methode nachzugehen, bei der ich in ein paar Tagen bzw. ein paar Wochen, je nachdem wie lange es dauert, wenn die Triebe so 10 cm hoch sind, nochmal Erde nachgeben werde. Und dann werde ich euch so ein bisschen den Fortschritt zeigen. Und dann natürlich, wenn wir die ernten, weil wir wollen ja wissen, was aus dem Projekt geworden ist letztlich, ob es funktioniert hat. Das wird allerdings erst so in 100 Tagen sein circa. Also es dauert ein bisschen. Und ja. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was aus diesen Kartoffeln wird. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag und ja, bis denne! Gute Nacht, kleine Kartoffel.